Wir kommen zurück bei Parkray. Heute ohne Cam. Ganz gechillt. Wir müssen noch da hinten. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Ich glaube das nicht, deswegen gehen wir da einmal hoch. Hey, Supremus. Jetzt haben wir mal... Okay, ich muss eben mal laden. Ich hoffe, das leckt bei euch nicht. Weil ich wollte ja nämlich einmal hoch. Von da oben nämlich auch starten nochmal. Ach guck mal, da ist sogar ein Angeldings. Angeldings. Da kann ich runter, da will ich aber nicht runter. Geht ja nicht. Hier und dann. Da. Ich guck mal, dass wir das Spiel irgendwie schnell durchkriegen. Sonst haben wir hier 50.000 Folgen. Bitte nicht gegen den Baum. Ah, ich wollte. Ich habe gerade gedacht, jo, mach's mal den Schaltschirm ab. Okay. Mist, Mist, Mist. Far Cry New Dawn würde ich auch nochmal neu updaten und neu aufnehmen. Far Cry 5 muss ich mal gucken. Könnt ihr ja unten in den Kommentaren mal reinschreiben, ob ihr darauf Bock hättet, nochmal neu zu sehen. Okay, ich habe Ladebildschirm ist tot. Okay. Jetzt aber, jetzt müssten wir da hinten auch rankommen. Guck mal nach oben, dann fliegst du weiter. Geh zum Hotel Villa Giulia. Mach mal. Ich habe überhaupt eine Karte beim Gucken. Das Spiel ist heute ein bisschen lang. Mein PC ist generell heute irgendwie ein bisschen langsam. Ihr habt da ab. Der hat geupdatet auf Windows 11, oder? Der Sack hat geupdatet. Ach, da unten ist das mit dem. Okay. Machen wir erst das. Und zwar so eine Eierschale. Meter noch. Ich wollte nicht wieder in den Baum reinkrachen. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Mal noch ein Stückchen näher, ohne in den Baum zu krachen. Jo. Jetzt aber. Da wäre ich gern definitiv gegen gekracht. Wenn ich mich noch ein bisschen hallend anhöre, tut mir das schrecklich leid, weil ich habe noch nicht mein Mikrofonständer aufgebaut, geschweige denn meine Kamera irgendwie aufgebaut. Ich habe jetzt so einen Hilfsarm provisorisch. Also, wenn das Video rauskommt, haben wir, weiß ich nicht. Ist das ein Monat her, nachdem.
seit ich umgezogen bin. Deswegen müsst ihr mir dies verzeihen. Ich wollte nicht aufs Handy schauen. Oh. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Okay, die haben mich schon gehört, weil ich mich nämlich verdrückt habe. Ich habe mich nämlich verdrückt, ist das Problem. Bei Assassin's Creed hatte ich aufgenommen schon ohne Cam und 10 Folgen. Ich weiß nicht, was habt ihr lieber, mit Cam oder ohne? Schreibt's mal unten rein. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich bin sehr flexibel. Bin nicht getroffen. Alter, ich hab ihn nicht getroffen. Halt ihn mal auf. Scharfschütze. Geht doch. Aua. Ah, von der anderen Waffe. Sieht aus wie das Hotel. Und was für eine Überraschung. Die Armee ist hier. Bembe, ich bin beim Hotel. Ja, ja. Oh, Verdacht. Bembe, ich bin beim Hotel. Die Armee aber auch. Ich nehme an, das wusstest du schon. Es sind die kleinen Überraschungen, die das Leben erst lebenswert machen. Erspar mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du, deswegen mag ich dich, Rojas. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Oh, wow. Halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gemerkt, dass meine Aufnahmen ein bisschen leise sind. Also wenn ich so rede und so. Das ist sehr nuschel. Ich achte mal darauf, dass ich weniger nuschel. Ich kann es aber auf jeden Fall nicht versprechen. Aber ich nuschel halt sehr viel. Oh, bisschen wie zu Katze. Mummerchen. Okay. Jaguarfleisch, schön. Jaguarfleisch.
Okay, da ist immer noch so ein Typ. Danke. Hä? Da oben! Da war ein Typ. Da ist noch ein... Also ich mache meistens von Spielen, die halt so lange sind, wie Far Cry, God of War, mache ich meistens 45 Minuten Folgen. Meistens. Beruhigt mich. Okay, ich brauche eine Schüssel. Okay. Suchgebiet. Irgendeiner von den Idioten hat... Dann ist noch irgendwo... Da ist noch was. Das war das, was ich auch sammeln sollte. Wollte. Hier vorne auch nochmal. Nochmal da oben? Da oben ist es. Hier vorne war auch noch so eine Kiste. Da vorne ist die Kiste. Hey, Kiste, die wisst ihr. Ich weiß nicht, wovon seid ihr Fans? Von den 30-Minuten-Folgen oder von den 45-Minuten-Folgen? Maß. Ich bin ja so der Fan zwischen 30 und 45, kommt immer drauf an, welches Game das ist. So, jetzt gucken wir nochmal. So. Die Tür war hier vorne, oder? Rot. Fertig, Bembe. Ich hab dein Buch. Muy bien, Rojas. Rojas, jetzt weiß ich, warum Clara so fest an dich glaubt. Du bist ein gutes Mädchen für alles. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir rein gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nord. Hier komme ich noch raus. Okay. Affa. Mach ich ja gar nicht. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Ah! Warte mal, wenn er doch die ganze Zeit schon hier ist, warum holt er sich nicht einfach selber? Aus. Jetzt aber. Mal alles nachladen. Dafür nur so ein besseres Ziel. Und all das für ein Buch. Ja, also, geh mal über die Brücke. Oh Gott, oh Gott. Gott. Da vorne ist er. Anderen Ausrufezeichen. Hi, mit dir will ich noch nicht fahren. Danke. Lass mal gucken. Da oben ist noch eine Kiste. Hier sind überall noch Kisten. Die wollte ich noch alle aufsammeln. Dann. Hallo. Muy bueno, danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du willst das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Villa Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt. Ja, das ist schön. Das ist toll, Bambi. Aber das ist gerade dringend wichtiger.
Ich muss gleich nochmal mit dem quatschen. Aber wenn ich schon im Rücken so eine Ladung kriege. Wenn ich schon sowas kriege. Oh, das tut mir leid. Jetzt habe ich den beim Quatschen gestört. Kann ich den nicht einfach beim Quatschen überspringen? Kann ich eher nicht. Ab! Wabo, los! So, jetzt wollen wir mal mit dem Quatschen. Daniel Rojas. Also, die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und dem Namen Korrupter Gracias. Du bist der Tilgung von Paolos Schulden einen Schritt näher. Lass uns im Geschäft bleiben. Immer wieder gerne. Wertvolle Fracht. Hilf mir, Waren zu befördern. Ja, ist das Quest oder ist das Nebenquest? Ich würde gerne erstmal die Hauptquest machen und irgendwann später die Nebenquest. Notizen. Da kann man mal in der Leute fertig dann. Ich habe ein paar Kunden, die unbedingt. Wenn das Boot ablegt, legt es ab. EP. Da hinten soll ich hin. Okay. Ich hoffe, ich darf das machen. Da jetzt hinzurennen wäre ja wirklich Schiss. Das wäre ja jetzt beschiss, wenn es jetzt ablegen würde. Lade Bitchen des Grauens, des Grüßen. So. Paolo, ich habe gerade mit unserem gemeinsamen Freund Bembe geredet. Was hat er diese Schlange zu sagen? Er meinte, wenn ich noch einmal die Drecksarbeit für ihn mache, ist deine Schuld beglichen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich würde es wieder tun, um mich und Talia aus Yara rauszuschaffen. Dani, ich weiß, welches Risiko du für mich eingehst. Oh, ich kenne die Stimme. Das werde ich nicht vergessen. Dank mir erst, wenn ich lebend zurückkomme. Dani! Dani, Dani, Dani! Was willst du, Bicho? Nichts. Obwohl, nein, es ist besser als nichts. Versprochen. Triff mich im Lager. Ich hab da eine Idee. Ciao. Kriegen wir das hin, dann auch zu landen? Stimmt, oder? Oh. Oh. Oh, aua. Das muss ein Missverständnis sein. Okay. Und jetzt noch so ein Ei. Danke für diesen Segen. Okay, wir gehen mal nach da oben gucken. Das Militär hat sie. Bembe, warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Mutmaßungen sind Zeitverschwendung und Zeit ist Geld. Nimm die Sache selbst in die Hand, Rojas. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Ja, jetzt fahr ich mal. Das muss Raphael sein.
Und zack. Okay, das ist ein... Quatscher. I think that got it. Ich glaube, das war's. Oh. Hey du, hi. Hilf mir bitte. Bembe, ich hab deine Kunden. Und Raphael? Hat's nicht geschafft. Schade. Jetzt wird es schwierig, in den Hafen zu kommen. Aber das wird schon. Du findest immer einen Weg, Rojas. Ich warte am Boot auf... Erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas in der Nähe habe. Ja, da ist noch eine... Meine Fracht. Immer die erst holen. Gehen wir erst die Klamottenkiste holen und dann... Oh, warte mal, auf seine Fracht. Mit dem Pass oder mit dem Auto fahren? Mit dem Auto fahren kann, kann ich doch mal eben vorbeifahren. Okay, wie komme ich da rein? Was kommt denn jetzt? Ist das ein guter hinten? Vámonos! Ja, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Ware? Ich habe hier ein Laster voller Menschen. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Und er verkauft die nicht wirklich als... Hier muss ich doch ein bisschen Stoff geben. Erst die Kiste. Jetzt muss ich gucken, wo muss ich denn hin? Muss ich das Auto? Da ist das Auto. Die Zeit läuft dir davon, Danny. Lass Paolo nicht hängen. Habe ich nicht vor. Jetzt. Oh Gott, nein. Danny, unser Zeitfenster schließt sich. Ich bin dran. Ich glaube nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Sorry. Rojas, das Boot hat abgelegt. Und es war deutlich leichter, als es sein sollte. Jetzt muss ich meine Verluste wieder reinholen. Sagt Paolo, dass sie seine Schulden verdoppelt haben.
Scheiße. Ich hätte das erst machen sollen. Kann ich nochmal die Chance dazu? Bitte? Okay. Ja, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Ware? Ich habe hier einen Laster voller Menschen. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Falsche Richtung. Ja, das Auto fährt einfach nicht gescheit an. Irgendwas beschädigt. Ich müsste dann zukommen. Platsch! Oh, jetzt verkaufen wir einen ganzen Transporter voll Menschen. Ich leck. Hallo? Aber mein Spiel hat sich gerade aufgehangen. Okay, jetzt geht's wieder. Imi hat das gerade eine Macke gehabt. Alter. Was auch immer das gerade war. Die Zeit läuft dir davon, Danny. Lass Paolo nicht hängen. Hab ich nicht vor. Jetzt hackt das wieder. Ist doch nicht dein Ernst. Bring das wieder da. Was zum Fick ist das? Ja doch. Mein Gott. Der wollte bestimmt nicht, dass ich die Menschen zu ihm bringe. Jetzt aber. Papiere. Hä? Oh, hab ich vergessen. Es ist so heiß heute, mein Hirn schmilzt. Raus. Los. Die ist gesichert. Eindringling! Her, mach schon! Los, Angriff! Hier rüber! Bembe ist hoffentlich hier. Bembe ist wahrscheinlich nicht mal hier.
Jetzt aber. Oh, das hat so geleckt, weil ich das hochgeladen habe. Deswegen. Einfach zu einer Bambusleitung hier. Du musst laufen, Guapo. Und was jetzt? Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... Die nicht? Geschäftsausgaben. Was zur Hölle soll das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du den nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Wir handeln mit Menschen. Und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Ein mieses Arschloch, ist er. Paolo, gute Neuigkeiten. Du bist Bembe los. Das waren ja echt üble Schulden. Gracias, Dani. Aber das bleibt unter uns. Talia hast alles, wofür Bembe steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Okay. Abgeschlossen? Möchte ich gerne mal, wo ist die nächste Quest? Wir werden Radio Libertad ins Leben rufen. Ah, machen wir Radio Libertad. Oh, Radio Libertad. So. Radio Libertad. Ich weiß, dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat. Aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Hoffentlich kannst du helfen, hier um Paolo zu ersetzen. Es gibt jede Menge Arbeit. Da ist aber unser Radio lieber Partner. Weißt du, ich bin... Ja! Ich kann es kaum erwarten, dass Talia und Paolo das sehen. Da unten. Ach ja. Da hinten müssen wir hin, da kommen wir ja locker hin. Ich kann aber kein Vertrauen sehen. Hätten wir noch hier irgendwo irgendwas in der Nähe, was ich mitnehmen kann? Da hinten. Sonst war hier nichts, oder? Ne. Hinten haben wir auch. Ja, da ist noch eine Kiste, die können wir nochmal mitnehmen. Nehmen wir die noch mit und dann machen wir Radio Libertad.
Müssen wir eigentlich bis da hinten kommen. So gerade eben. Wenn man nach oben guckt, fliegt man auch weiter. Ich glaube, ich komme da an, ohne dass ich noch ein paar Meter laufen muss. Bin zu faul. Aber ich habe so das Gefühl, dass... ist nicht ganz so... Nee, ich glaube, laufen. Warum lässt sie mich nicht in... Oh Gott. Ich sterbe so oft in dem Game. Hey. Nochmal. Wollen wir nochmal mit abspringen? So, nochmal. Warte mal, halt, stopp. Ich hatte gerade irgendwas, weil ich mit dem Hubschrauber fliegen konnte. Komm ich hier wieder raus? Ich will mich verarschen, ich hab mich gerade nur... Danke. Ehrlich, ich hab mich doch nur gerade geschützt. Da unten ist sie. Dani, alles gut? Noch was. Ich kann noch was zu tun. Immer positiv bleiben. Am Ende werden wir gewinnen. Nein. Das sind alle scheiße, weil die alle keinen Schaden machen. Das ist besser. Hey, du suchst die Legenden, stimmt's?
Du musst in die Berge. Das hier dürfte dich interessieren. Was hast du für mich? Hola, Dani. Wenn du schon immer mal einen Cappuccino trinken wolltest, während du für uns kämpfst, wirst du das hier lieben. Die Soldaten kontrollieren eine Kaffeefabrik in der Nähe. Alle Bauern in diesem Gebiet müssen ihre Ernte zur offiziellen Zählung hinbringen. Aber die Soldados behalten immer einen Teil für sich selbst ein. Muchas gracias. Hat das Corpo auch einen Namen? Ja, Corpo. Da vorne ist ein Grenzübertritt. Den will ich jetzt kaputt machen. Den machen wir nämlich jetzt noch kaputt. Ist zwar die Folge ein bisschen in Überlänge, aber... El Tigre, ich bin an einem der Kontrollpunkte zwischen El Este und Valle de Oro. Weiter nach Süden. Du kommst näher. Ist an dem Kontrollpunkt was besonders? Es ist einfach ein Kontrollpunkt. Willst du ein paar Soldados erledigen? Da gibt's sicher einige. Okay, das war nicht das. Ach, da hinten hat er aber. Hier muss man sich hier noch kaputt machen. Was war er denn? Der gehört jetzt uns. Ging doch schneller als gedacht. Die Kiste drin noch? Warte, ausmachen kann ich nicht. Was gibt's? Dani, hättest du Interesse daran, ein paar Soldados ins Jenseits zu schicken? Wir stellen gerade einen Trupp für einen Hinterhalt zusammen und wollen nur die Besten. Also dich. Danke dir. Ja. Okay. Kann ich mich jetzt dahin teleportieren? Ah, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.